Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Idle Game Vorstellungsvideo. Das hier ist Godsbane bzw. Godsbane Idle. Und schnallt euch an, das wird eine wilde Fahrt. So viel kann ich schon mal sagen. Ich habe längst nicht alles freigespielt, aber ich versuche mal, soweit ich es unlocked habe, alles einigermaßen zu zeigen und zu erklären. Dieses Spiel ist an manchen Stellen sehr komplex und unnötig umständlich. Nichtsdestotrotz meiner Meinung nach auf jeden Fall einen Blick wert. Das Ganze ist Free-to-Play seit 31. Mai auf Steam im Early Access erhältlich, was prinzipiell die Open Beta ist. Es gab auf Steam vorher auch schon eine Closed Beta, die, wie der Name aber eben sagt, nicht für sämtliche Leute zugänglich war. Das ist eben erst ab, oder seit 31. Mai der Fall. Und es gab das Spiel aber auch schon so ein Jahr lang ungefähr im Browser. Ich packe euch den Link dazu, wenn ich es nicht vergesse, auch nochmal mit in die Videobeschreibung, dass ihr euch dann aussuchen könnt, wo ihr spielen wollt. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind die sogar beide auf der gleichen oder fast gleichen Patch-Version. Also da ist kein großer Unterschied dazwischen. Auf den ersten Blick erinnert das Ganze vielleicht so ein bisschen an Numbers Go Up oder NGU und das ist, glaube ich, auch wenn ich das selber sehr wenig gespielt habe, weil das nicht so mein Fall war, ein relativ großer Einfluss. Der andere große Einfluss ist tatsächlich Path of Exile, was wir auch gleich noch sehen werden. Fangen wir erstmal mit den Basics an. Es ist im ersten Schritt ein Standard-Auto-Battler. Ihr habt einen Charakter, auf die ganzen einzelnen lustigen Kreise und Flächen hier gehe ich gleich noch ein. Aber prinzipiell kämpfen wir gegen Monster. Und Monster droppen zwar kein Gold, aber Monster droppen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Loot. Und bevor ich da weiter aushole, trinke ich nochmal einen Schluck. Ja, Monster droppen Loot. Und dafür haben wir hier, also ne, wir waren hier gerade in den Battlefields. Ja, Monster droppen Loot und diese Standardcharakteransicht kennt man aus diversen RPGs. Man hat eben einen Charakter, den man entsprechend mit Equipment ausrüsten kann. Helm, Rüstung, Gürtel, Handschuhe, Hose, Schuhe bzw. Stiefel, zwei Amulette, Schulter, Panzerung gibt es noch, Waffe, Schild und Ringe. Also die üblichen Verdächtigen, soweit so gut. Außerdem gibt es hier noch eine Sache und das ist der sogenannte Hardcore. Nicht zu verwechseln mit Hardcore, wobei im Englischen klingt halt letztendlich beides gleich, aber Hardcore wird es hier einfügen. Ich spare mir das mal. Ja, was das Ding macht, da kommen wir im Laufe der Zeit auch noch mit zu. Es wird jetzt hier auch so ein bisschen schwierig, das alles irgendwie in einer geraden Linie zu erklären, weil hier natürlich Mechaniken irgendwie miteinander verwoben sind und ineinander greifen. Aber ja, prinzipiell kann man hier den Hardcore, ja, leveln ist der falsche Ausdruck, aber man kann ihn füttern, heißt es, glaube ich, tatsächlich. Also Feeding ist tatsächlich der richtige Begriff. Und das geht tatsächlich auch mit Loot. Monster droppen nämlich auch solche Artefakte. Je nach Gebiet sind das immer die gleichen und die kann man fröhlich mit Rechtsklick einfach hier reinfüttern und dann seht ihr schon, die Werte erhöhen sich hier nach und nach. Also die Prozentwerte bei Health, Health Regen, Force Field und Damage. Was das bringt, da komme ich gleich noch mit zu. Ansonsten, Equipment macht halt so die Sachen, die man so erwartet. Im Großen und Ganzen, eine Sache, die hier definitiv von Path of Exile übernommen wurde, sind die sogenannten Implicit Modifier. Und das sind die Sachen, die ihr hier in weißer Schrift seht. Also nicht das Level, sondern hier das plus 2,48 Counter oder das plus 1,19 Evasion und 1,19 Armor oder das plus 3, noch was Evasion. Was haben wir hier? Die blauen Sachen zählen prinzipiell. Ja, blauen Sachen können auch mit dazu zählen. Also More Force Shield oder More Magic Find.
Also prinzipiell alles, was über der untersten roten Linie steht, ist ein Implicit Modifier. Was bedeutet, dass Items, die gleich aussehen, auch den gleichen Implicit Modifier haben. Das heißt, jedes Amulett, das so aussieht, hat auf jeden Fall plus Frenzy Charges oder plus Max Frenzy Charges. Und jedes, das so aussieht, hat plus Charge Generation. Genauso hat jeder Ring, der so aussieht, More Magic Find drauf. Der Prozentwert variiert natürlich, aber grundlegend der Status halt da. Was ihr da drunter seht, in grün und gelb, das sind die Sachen, die pro Item komplett variieren können. Also auch wenn die Items gleich aussehen, sind das durchaus verschiedene Stats. Also nicht jeder Ring, der so aussieht, hat plus Fire Damage oder plus Void Damage. Das ist halt ein zufällig gerollter Stat. Kleine Erklärung noch zur Farbe. Es greift nicht in 100% der Fälle, aber so in 99% der Fälle. Grüner Text sind Flat Boni, also sprich, da kriegt ihr plus 10 Feuerschaden. In Gelb habt ihr prozentuale Boni, also da würdet ihr halt nicht einfach plus 10 Feuerschaden kriegen, sondern wenn es in Gelb wären, wären es plus 10% Feuerschaden. Also da habe ich auch durchaus eine Weile gebraucht, also nicht ewig lange, aber das war so, okay, ja, doch, es macht Sinn, dass es deswegen unterschiedlich ist. Aber hier ist zum Beispiel so eine Sache, Increased Ring Stats steht jetzt bei grün mit bei, obwohl es ein prozentualer Wert ist. Warum das nicht gelb ist, keine Ahnung. Mag vielleicht noch ein Bug sein, wie gesagt, ist halt so gesehen eine Open Beta. Kurze Info noch zwischendrin, wie viel ich das schon gespielt habe. Ich habe das relativ direkt zum Release angefangen, vor 2 Tagen. Und bin jetzt halt 2 Tage am Spielen, davon ungefähr 21 Stunden in-game. Also ich habe halt einfach gerade Urlaub, von daher konnte ich das die 2 Tage relativ gut durchlaufen lassen. Bis auf die Zeit, wo der PC halt nachts einfach aus ist. Und ja, dann haben wir hier oben noch einen Skill, beziehungsweise insgesamt kann man hier bis zu 4 Skills einsetzen. Ich habe im Moment nur einen freigeschaltet. Das ist der Standard-Skill, mit dem wir hier angreifen in den Battlefields. Und den Skill, wenn er hier so grün blinkt, der hat einen Skillpunkt. Der hat nämlich seinen eigenen kleinen Talentbaum quasi, mit dem man den Skill verbessern kann. Also das gibt es halt für jeden Skill. Und am Anfang ist halt einfach so die Sache, erhöht den Schaden um 2% pro Level und auf Max-Level kann man noch ein zusätzliches Ziel angreifen. Da gibt es halt noch weitere Sachen wie hier Chance, zusätzliche Ziele anzugreifen. Erhöht nochmal den Schaden mit einem Multiplier. Was haben wir hier noch mit bei? Erhöht die Erfahrung, die man bekommt und solche Sachen. Also da gibt es halt für jeden Skill noch so Kleinigkeiten. Das kann man übrigens beliebig skillen und jederzeit kostenlos resetten. Hier oben kann man das machen, kann man jederzeit dann neu verteilen, falls man sich irgendwie für was anderes entscheiden sollte. Ich packe das jetzt, glaube ich, gerade erstmal noch in Force Field Recharge. Was Force Field ist, da kommen wir gleich zu. Gehen nämlich gleich noch ein bisschen auf das Battle-Gedöns ein. Und ihr seht auch schon, wir bleiben noch mal kurz beim Gear. Equipment hat verschiedene Hintergrundfarben. Das sind die Seltenheitsstufen, davon gibt es insgesamt 10 Stück. Es gibt irgendwie dunkelgrau, das ist halt so Trash. Es gibt hellgrau oder normalgrau, also auf jeden Fall ein helleres Grau als das erste. Das ist Common, dann gibt es halt... Aber wir können auch einfach mal hier rüber gucken. Also die ganzen Stufen gibt es halt. Ich habe hier schon einen Item-Filter aktiv, dass mir halt die untersten 5 Stufen gar nicht mehr droppen. Also die werden halt automatisch recycelt, beziehungsweise automatisch getrashed. Aber ja. Und das geht dann halt hoch bis legendär, mythical, keine Ahnung, was ist das? Ah, das ist Divine. Das müsste Legendary und das müsste mythical sein, genau. Also ja, prinzipiell gibt es halt 10 Seltenheitsstufen, was schon, finde ich, ein bisschen übertrieben ist, aber okay, kann man machen, wenn man das unbedingt möchte. Zudem gibt es hier an der Seite eine ganze Menge
Kram an Stats, den man sich angucken kann. Offensivfertigkeiten, Defensivfertigkeiten. Das sind jetzt alles so Sachen, die man auch aus so Spielen wie Path of Exile, Diablo, Grim Dawn und so weiter und so weiter einfach kennt. Also da gehe ich jetzt nicht zu groß drauf ein. Einzig allein auf das Force Shield, das kennt man so nämlich tatsächlich nur, oder kenne ich zumindest so nur aus Path of Exile, deswegen sei das mal kurz mit gesagt. Force Shield ist quasi ein zusätzlicher Hitpoint-Schild, also hier die blaue Leiste. Und ja, das sind letztendlich zusätzliche Trefferpunkte. Warum ist das Ding aktiv? Egal. Oh, ich weiß warum. Ja, das ist auch noch ein Bug. Aber okay, nicht wundern, ich stelle kurz eine Sache um, nicht, dass die gerade wichtig wäre, aber auch da kommen wir gleich noch zu. Ja, das Force Field ist halt einfach so ein, ja, sind halt einfach zusätzliche Hitpoints, die schneller wieder auffüllen als die normalen Hitpoints auch, beziehungsweise auch unter anderen Bedingungen. Da kann man nochmal so ein bisschen sich anders drauf spezialisieren. In Path of Exile hat das eigentlich hauptsächlich den Hintergrund, dass es eine bestimmte Schadensart gibt, die halt an dem Force Shield vorbeigeht. Also da heißt es tatsächlich, glaube ich, auch Energy Shield, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ja, da gibt es eben eine Schadensart, die direkt auf deine Hitpoints geht, egal wie viel Force Shield man hat. Das ist ja hier so ein bisschen, ja, bringt, also zumindest habe ich noch nichts gesehen, wo es jetzt halt was bringen würde, außer dass es ein zusätzlicher Hitpoint-Buffer ist. Also ich habe noch keine Schadensart gefunden, die jetzt irgendwas Besonderes macht und da drumherum geht, auch wenn es jetzt Void und Blight Damage zum Beispiel gibt. Das geht alles ganz normal auf das Force Shield mit drauf. Ja, das sind so die beiden Sachen, die beiden Gebiete, also die beiden Teile im Menü, mit denen man startet. Wenn man hier draufklickt, auf diesen Namensbalken, wechselt man zwischen der Anzeige der Gegner und der Gebietsanzeige hin und her. Normalerweise startet man hier in der Resting Area, wo bald nicht gekämpft wird, sondern halt einfach das Shield und so alles wieder aufgefüllt wird. Und dann geht man halt in die erste Ebene und bekämpft da die Gegner. Und ja, je nach Gebiet werden übrigens auch verschiedene Artefakte fallen gelassen. Also im ersten Gebiet sind es diese Schädel, im zweiten sind es diese Schilde, im dritten sind das so Energiedingsies und im vierten, die habt ihr gerade schon gesehen, sind das halt diese Blueprints oder diese Papyrus-Dinger. Und die kann man tatsächlich sammeln, das hatten wir schon gesehen, die kann man hier in den Hardcore füttern. Das bringt aber noch mehr, denn bis zu einer gewissen Anzahl bringen die noch Boni. Und zwar bis zu maximal 600 Stück. Also man kann auch darüber hinaus noch sammeln und sie in den Hardcore packen. Aber nach 600 bringen die halt keine Boni mehr. Ab 100 bringen die eben einen Bonus, der hier unten jetzt mit beisteht. In grün, das sind die Unlocked-Sachen, das sind die 100 Force Shield, 5 Magic Fine, 5% Drop Rate, 5% Magic Fine, 5% Drop Rate und 450 Memories. Was die Memories sind, kommen wir auch gleich noch mit zu. Und dann gibt es eben ja, bei 200, 300, 400, 500 und 600 jeweils noch 2% mehr Awakening Bonus. Was Awakening Bonus ist, kommen wir auch gleich zu. Das sind dann nämlich so die nächsten Tabs, die man freischaltet. Zum einen das Awakening. Und Awakening ist so die Prestige-Mechanik, könnte man sagen. Und allein beim ersten Blick auf das Ding ist schon so, well, ich gehe da mal, danke, tschüss. Also es ist halt, das Spiel neigt dazu, einen zu überfordern und nicht wahnsinnig viel zu erklären. Es gibt aber, sofern man des Englischen mächtig ist, im Tutorials-Bereich hier links wirklich also einmal ein New Player Guide, der schon ganz hilfreich ist und auch für sämtliche Sachen, die man freigeschaltet hat, nochmal extra Erklärungen, wo man irgendwie so Stuff durchlesen kann. Ist aber wie gesagt alles auf Englisch, auch wenn es halt ist zwar ein Einmann-Projekt, aber es ist halt ein deutscher Entwickler. Ich finde, man hätte es dann schon zweisprachig machen können, also Deutsch und Englisch ist aber natürlich auch eine Sache.
Hier ist ultra viel Text drin. Das natürlich für zwei Sprachen schreiben ist natürlich zeitlich auch für eine Person einfach ein Riesenaufwand. Und vielleicht hat man da einfach grundlegend nicht so Bock zu und macht es dann einfach in einer Sprache, die mehr Leute verstehen. Von daher, ich kann die Entscheidung durchaus nachvollziehen. Trotzdem wäre Deutsch halt schön dazu gewesen. Egal, wir waren bei Awakening. Ihr seht hier prinzipiell zwei Sachen. Zum einen Experience. Für jeden Kill, den wir machen in den Battlefields, bekommen wir Experience mit dazu. Und das füllt hier eben diese Levelleiste und wir leveln halt hoch. Und wenn wir nicht jedes Mal, wenn wir leveln, aber jedes Mal, wenn wir ein bestimmtes Level erreichen, bekommen wir einen neuen Paragon-Punkt, einen neuen Skill-Punkt, wenn man so möchte. Und das ist auch so eine Sache, die ist sehr an Path of Exile angelehnt. Wir gehen jetzt nämlich direkt mal rüber in den Bereich hier Paragon. Und wer mal Path of Exile gespielt hat, der mag sich da vielleicht an den Passive Skill Tree erinnern, der inzwischen ein bisschen anders aussieht, aber schon noch grob in die Richtung geht. Und ja, dieser Paragon Passive Skill Tree ist halt sehr an, also extremst am Path of Exile angelehnt. Und ja, für jeden Punkt, den man hat, kann man hier halt so eine Note wählen und man startet in der Mitte und kann dann eben beliebig hier durchgehen und sich die Boni holen, die man möchte. Es gibt dankenswerterweise auch eine Suchfunktion, also wenn ihr jetzt wissen wollt, meinetwegen hier oben links, könnt ihr eingeben Health, dann seht ihr so umkreist hervorgehoben sämtliche Nodes, die Hitpoints erhöhen zum Beispiel. Oder ihr wollt Drop-Chance erhöhen, dann könnt ihr Drop eingeben und seht alle Nodes hervorgehoben, die Drop geben. Oder können zum Beispiel auch Physical Damage machen. Also die Suchfunktion ist da schon sehr hilfreich, wenn man halt sehen will, okay, auf was will man sich spezialisieren. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ein Teil der Spezialisierung ist halt auch so, ja, gut. Also beziehungsweise, man könnte jetzt auch auf Schwerter als Waffen gehen zum Beispiel. Da gibt es auch extra die Schaden mit Schwertern erhöhen. Oder mit Bögen oder mit Zauberstäben oder mit Äxten oder mit Dolchen oder mit sonst was. Also es ist halt sehr, sehr ausufernd. Wobei, und das ist eben so ein bisschen den Abstrich, den man natürlich machen muss in einem Spiel wie Path of Exile, wirkt sich das natürlich schon extrem auf meinen Spielstil aus. Also was für Waffen habe ich, was für eine Klasse habe ich, und wo gehe ich halt in dem Skilltree hin, nehme ich mehr Leben mit, nehme ich weniger Leben mit, nehme dafür mehr Schaden mit. Weil das wirkt sich halt in einem Action-RPG extrem auf den Spielstil aus. Also schon allein bin ich Nahkämpfer, bin ich Fernkämpfer. Fernkämpfer, nicht Fernkämpfer. Also ja, bin ich Nah- oder Fernkämpfer? Wie viel kann ich einstecken? Mache ich viel Hit and Run? Oder kann ich in große Monstermengen rein und da einfach stehen bleiben? Und das hat man hier natürlich alles nicht. Sondern ja, zwangsläufig, weil es halt ein Auto-Battler ist, face-tankt man hier einfach alles. Also es ist halt so, ja nun, gut. Ist dann halt so. Well, also deswegen ist es immer so ein bisschen so, weiß ich nicht, ein paar Spezialisierungen hätte es da vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Also es ist halt prinzipiell total wurscht, ob man einen Zweihandbogen, also Bögen sind halt immer Zweihand, aber halt einen Bogen nimmt oder eine Zweihandaxt. Also es macht halt einfach hier spielerisch nicht wirklich einen Unterschied, außer dass man sich dann halt auf andere Nodes spezialisieren will. Ja. Aber gut. Das ist der eine Teil vom Awakening. Der zweite Teil ist hier unten dieser Schieberegler. Und der sagt prinzipiell, wenn ihr resettet, also wenn ihr awakened, wird halt das Level wieder auf 0 gesetzt und ihr kriegt die Boni, die hier dran stehen. Und ihr könnt das eben sagen, ihr möchtet massiven Experience-Bonus haben, um hier schneller im Level zu steigen. Oder ihr möchtet bis zum
eventuell auch 0 Experience haben, dafür maximal einen Stat-Bonus oder irgendwo dazwischen, um eure Stats noch mit zu verbessern. Und Stats sind in dem Fall auf jeden Fall die, jetzt muss ich gucken, die defensiven, ja, die drei defensiven Sachen, Health, Health Regen, Force Shield und dazu Damage noch als offensive Sache. Das, lass mich kurz nachgucken, ich glaube, das ist richtig, ne? Steht hier wieder nirgendwo mit bei, das steht nur im Tutorial, aber ich meine, Damage war das vierte. Ich gucke zur Sicherheit nach, nicht, dass ich Unfug erzähle. Das steht, glaube ich, im... Da stimmt, glaube ich... Ah, ne, hier, genau. Ja, genau, Damage, Health, Health Regen und Force Shield. Genau, das war in dem Fall richtig. Genau, also da könnt ihr sagen, ich möchte da halt einen gewissen Prozentbonus irgendwie drauf haben. Oder halt nicht. So als Rule of Thumb, also als Daumenregel, Faustregel heißt das im Deutschen, nicht Daumenregel. So als Faustregel im Deutschen. Sollte man immer möglichst viel Experience-Bonus nehmen und Stat-Bonus nur so, dass man halbwegs irgendwie vielleicht noch weiterkommt. Wobei auch das mit Vorsicht zu genießen ist. Also ich würde es, glaube ich, maximal auf der Hälfte lassen. Ich würde es nicht weiter nach rechts schieben. Ich gehe jetzt im Moment eher so mit einem Viertel voll ungefähr. Also naja, ich glaube so ein Viertel bis ein Drittel voll finde ich, glaube ich, irgendwie so ganz sinnvoll. Für mich gerade. Ich wollte gerade noch irgendwas dazu sagen, habe es dann vergessen. Damit. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ach ja, genau. Also es war nicht das, was ich sagen wollte, aber hier oben sind noch mehr Sachen, die ich auf jeden Fall erklären kann. Die Stat-Boni, die hier stehen, wirken halt, wie gesagt, halt immer fix auf Schaden, Hitpoints, Hitpoint Regeneration und euer Force Shield. Dazu, also die kriegen immer den vollen Bonus, dazu kann man hier oben noch anwählen, welche Stats auch diesen Bonus bekommen sollen. Im Moment habe ich da nur Drop Rate angewählt. Auch Drop Rate bekommt jetzt diesen 3000% Bonus. Das wäre jetzt aber so, wenn ich hier weitere Häkchen setze, dann, also beziehungsweise 3700 ist ja der derzeitige Wert. Wenn ich hier weitere Häkchen setze und dann Awaken klicke, wird der Prozentbonus für die Stats, die hier oben gemarkert sind, aufgesplittet gleichmäßig. Also wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, wir haben hier dann einen Stat-Bonus von, sagen wir mal, rund 3000 und ich setze hier drei Häkchen, dann bekommt jeder der angehakten Stats halt 1000% Bonus. Also das wird dann gleichmäßig verteilt. Für den Start auf jeden Fall sinnvoll, erstmal nur Drop Rate zu haken. Und auch wichtig zu wissen, die Stats hier werden mit jedem Awaken nicht aufaddiert, sondern die werden komplett überschrieben. Das heißt, ihr kriegt immer nur das, was hier steht. Das heißt, wenn ich jetzt Awaken mache, erhöhe ich zwar massiv meinen Experience-Bonus von ja, ungefähr 25.000 auf 32.000%, aber meine Stat-Boni sinken von 3.700% auf ungefähr 3.000%. Also das ist wichtig mit zu wissen. Wir machen so ein Awaken auch gleich noch durch. Es gibt nur einen Grund, warum ich das jetzt noch nicht mache. Dazu kommen wir aber auch im Laufe des Videos noch. Dann gibt es hier, wie sich das für eine Prestige-Mechanik gehört, diese Prestige-Points oder kurz PP genannt. Hier oben sind die auch nochmal mit bei. Und ja, man bekommt pro Sekunde die... der Run läuft, eben einen gewissen Wert an Prestige Points. Im Moment sind es 32,1. Dieser Wert hängt zum einen hauptsächlich von dem Gebiet ab, in dem man gerade kämpft. Also wenn ich jetzt hier auf Legacy 2 zurückgehe, seht ihr schon, sinkt der Wert hier auf 31,3. Und wenn ich hier wieder auf Ebene 3 hochgehe, steigt der Wert wieder auf 32,1. Also je weiter man in den Battlefields voranschreitet, desto höher ist der Wert auch. Und wenn hier die Leiste voll ist, das ist immer bei 10.000 der Fall, gibt es 10 Prestigepunkte. Diese Prestigepunkte kann man dann hier oben, hier ist noch ein extra Menü, weil wir dringend noch mehr Menüs brauchten,
gibt es hier noch diesen Upgrade-Tree. Das sind halt alles Upgrades. Das sind zum Teil Single-Upgrades, also die man halt einmal kauft und dann ist das. Oder es gibt die auch in mehreren Stufen, also dass man da mehrfach Punkte reinsetzen kann. Ja, ich habe gerade noch 500 Punkte über und für einen Start ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, in Early Damage und Early Health zu gehen, beziehungsweise allgemein die ganzen, ja, vielleicht Early Force Shield nicht unbedingt, aber doch eigentlich auch. Also so für einen Start sind die fünf Early Dinger erstmal nicht verkehrt, aber gerade Early Damage und Early Health sind auf jeden Fall die Sachen, die euch helfen. Hier kann man zum Beispiel auch noch, wo habe ich es denn? Ah, hier gibt es zum Beispiel das Upgrade für Auto-Combat. Das ist hier dieses Häkchen. Ne? Wobei, nein, stimmt gar nicht. Never mind. Das sind noch zwei verschiedene Sachen. Auto-Combat ist einfach, dass Kämpfen automatisch wieder beginnt nach dem Awaken. Das ist nämlich normalerweise nicht der Fall. Oder? Okay, auch das ist ein Upgrade, aber Auto-Combat ist hier tatsächlich das gleiche wie Auto-Advance. Gut, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Wie gesagt, das Spiel ist an manchen Stellen ein bisschen verwirrend. Also ja, ist und manchmal auch nicht so 100% präzise beschrieben. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Aber ja. Dann kann man hier grundsätzlich Active Skills freischalten. Das ist zum Beispiel dieses Ding hier. Ist ein Active Skill. Wenn man das freigeschaltet, also damit sieht man halt ganz gut, wenn ich das hier nochmal einsetze, das hat einen Cooldown. Also wenn ich das jetzt klicke, dann macht es halt dem Monster nochmal zusätzlich Schaden und nicht nur jedes Mal, wenn hier die Stamina-Leiste halt voll ist. Und auch da musste ich tatsächlich eine Weile suchen, bis ich das gefunden habe, gibt es hier oben rechts dann noch ein Menü, wo man zwischen dem Ding wechseln kann. Und es gibt tatsächlich von Anfang an verschiedene aktive Skills, die man auswählen kann. Und ich war vorhin halt kurz verwirrt, weil hier plötzlich ja der aktive Skill drin war. Und das kommt einfach daher, dass wenn man das einmal freigeschaltet hat, hier, obwohl es eigentlich nicht aktiv sein sollte, weil es das andere Tab ist, die Schaltflächen hier aktiv sind. Ne? Also ihr seht schon, es ist im Moment halt noch ein bisschen buggy. Ja, nun. Dazu kann man bei den aktiven Skills immer noch mit sagen, hey, möchte ich da mehr Duration haben, wenn das Sachen sind, die eine gewisse Zeit laufen, oder sollen die mehr Bums haben? Und das wirkt sich dann entsprechend auch auf den Cooldown aus. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel gesagt, okay, ich möchte halt deutlich weniger Cooldown haben, habe den Cooldown halt von, ich glaube, 30 auf ungefähr 6 Sekunden gesenkt hier mit dem Kram. Und gleichzeitig hat es aber auch noch ein bisschen mehr Druck. Also es ist dann quasi so ein Burst-Skill, wenn man so will. So 100% steige ich da auch noch nicht durch. Also ich wüsste im Moment nicht, warum ich Plus nehmen sollte. Man sieht leider jetzt auch nicht, wenn man hier Sachen irgendwie verändert. Also es verändern sich halt die Werte an dem Skill nicht. Also man sieht jetzt nicht, oh, okay, die 15% ändern sich in 25% oder so, sondern es ist halt alles so, okay, man muss sich dann irgendwie zusammenreimen oder im Tutorial-Tab irgendwie zusammenlesen, wie das funktioniert. Also es ist manchmal nicht so 100% ersichtlich. Aber ja, und hier gibt es halt eine Menge mehr Sachen, die werden halt auch nach und nach teurer. Unter anderem kann man sich hier weitere Inventarslots freischalten. Man kann hier auch noch Paragon-Punkte kaufen. Habe ich jetzt schon gemacht. 3 Stück, ich bin da schon geholt, kosten jeweils 180 Prestige-Punkte. Und ich würde jetzt aber erstmal, glaube ich, ein bisschen... will ich Offensive Stats? Ich hätte gern mehr Damage. Ja, pack mal ein bisschen was in Damage, das ist schon okay. Noch 2 rein, dann haben wir hier 5% Damage Bonus, das finde ich ganz okay. Und hier würde ich das Rating von Armor, Counter und Evasion auch nochmal erhöhen.
das halt auch noch ganz gut. Armor, Counter und Evasion sind übrigens Stats hier mit bei. Evasion, Armor und Counter. Die machen prinzipiell genau das, was dran steht. Also eine Counter-Attack führt eben einen Gegenangriff aus, also man führt einen zusätzlichen Schlag aus quasi. Armor ist prinzipiell Rüstung und Evasion ist halt eine Chance ausweichen. Das betrifft allerdings nur physischen Schaden, den man komplett ausweichen kann. Und im Gegensatz zu Evasion und Counter, wo mir das relativ klar ist, dass das eine Prozentchance hat, hat auch Rüstung, also Armor, nur eine gewisse Prozentchance zu wirken. Also es, ne, ich habe im Moment eine 1,3 Chance, also 1,3% Chance, dass meine Rüstung überhaupt wirkt. Das ist halt so relativ low, also hier auf die 40% Max zu kommen, ist am Anfang relativ unwahrscheinlich. Aber nun ja. Dazu gibt es noch Penetration, das ist auch noch so ein Stat, der einfach dann natürliche Resistenzen von Gegnern einfach überwindet oder ja, ignoriert. Crit brauche ich, glaube ich, nicht groß weiter zu erklären und hier wird einfach nochmal der grundsätzliche Schadenswert angezeigt, den wir machen. Dazu, wo wir schon mal wieder hier sind, gibt es auch noch Charges, wo hier schon sowas auffüllt, nämlich Frenzy, Endurance und noch zwei andere Charges. Auch das kennt man eventuell aus Path of Exile. Das sind einfach Sachen, die füllen sich beim Angreifen auf. Wenn das Ding hier auf 100 ist, wird hier so eine entsprechende Charge halt gesetzt. Und da muss ich jetzt auch nochmal nachlesen, was macht. Das weiß ich nämlich nicht aus dem Kopf. Genau. Die Power Charges erhöhen Intelligenz und halt die offensiven Statuseffekte und Penetration, Endurance Charges erhöhen Strength und Armor und Evasion und Block Chance. Und die Frenzy Charges erhöhen Agility? Eins von beiden. Defensive Statuseffekte und die Crit Chance. Und es gibt auch noch eine vierte Charge, die man so aus Path of Exile nicht kennt. Ich habe gerade vergessen, wie sie hier heißt. Und es steht hier auch einfach noch nicht mit bei, was sie macht. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich weiß es gerade tatsächlich auch nicht, was sie macht. Aber ja. Auch diese Charges sind Sachen, wo man sich unter anderem im Skilltree bzw. im Paragon-Tree drauf spezialisieren kann, wenn man jetzt mal irgendwie nach... ich bin jetzt, glaube ich, hauptsächlich auf Endurance gegangen. Dass Endurance-Charges länger halten oder dass man mehr Endurance-Charges maximal haben kann. Solche Sachen gibt es hier auch noch mit bei. Ja, also die Charges sind quasi noch... bringen kurzzeitige passive Boni, sagen wir es so. So, ich habe nur 26 Punkte offen. Dann setze ich nochmal ein hier rein. Was das macht, dazu kommen wir gleich. Denn wir sind mit dem Awakening-Ding noch nicht 100% fertig, beziehungsweise mit dem Kämpfen auch noch nicht fertig. Eine Menge zu erklären. Was man beim Awakening nämlich auch noch machen kann, ist Reset Paragon. Kann hier das Häkchen setzen, wenn man Awaken setzt, kann man kostenlos den Tree hier resetten und ja, dann eben die Punkte komplett neu verteilen. Es gibt später auch ein Upgrade, was man sich freischalten kann, dass die beiden Sachen voneinander losgelöst sind, also dass man den Paragon Tree auch resetten kann, ohne dass man dafür awakenen muss. Zeitgleich mit dem ganzen Spaß freigeschaltet, das gibt es übrigens, wenn man die... Ich glaube, die erste Battlefield, also die Ancient Depths Area geschafft hat. Oder kommt das erst, wenn man Balazans Stand hat? Nee, das kommt ziemlich sicher nach den Ancient Depths. Ja, sehr sicher. Da gibt es nämlich auch noch Origin, das ploppt damit auf. Und da sind Memories wichtig. Memories sind eine Sache, die bekommen wir standardmäßig für jeden getöteten Gegner. Nicht wahnsinnig viele. Ihr seht schon, der Wert steigt hier sehr, sehr langsam. Also wir hauen immer drei Gegner auf einmal und bekommen da halt 0,05 Memories für. Das ist auch ein Wert, den man durchaus noch steigern kann.
mit Upgrades und mit Stats auf Items. Aber ja, da kommen Memories grundsätzlich her und mit Memories kann man mehr Upgrades kaufen. Nämlich die Original-Origin Sachen hier, was so Standardsachen sind wie Health, Health Regen, Damage, Force Shield, was die ganzen Soul-Sachen sind, dazu kommen wir gleich noch. Dann gibt es hier noch mehr Soul-Sachen, dazu wie gesagt gleich mehr. Und es gibt hier noch so permanente Sachen, wie zum Beispiel den Item-Filter. Den kann man sich hier holen, dass man das Ding halt hat. Das ist halt ganz nett. Man kann sich hier mehr Inventory-Slots holen. Man kann sich Auto-Merch holen. Die Teile hier. Die ganzen Artefakte kann man nämlich merchen, also die kann man so zusammenziehen, damit die halt jetzt nicht das Inventar total voll klumpen. Das kann man auch hier mit so einem Button machen, den man sich freischalten kann, dass die mit einem Klick halt alle zusammengemercht werden und dass man dann nur noch einmal klicken muss, um sie halt hier reinzufüttern. Und mit dem Auto-Merge ist halt freigeschaltet, dass das halt alle 30 Minuten automatisch gemacht wird, damit das Inventar halt nicht so total mit diesen Dingern vollläuft, weil die schon die Sache sind, die am häufigsten droppt. Also definitiv eine nette Sache. Nicht ganz direkt zum Start, aber so innerhalb der ersten ein, zwei Tage definitiv schon sinnvoll. Ja, es gibt hier noch Basic Item Sort. Irgendwann fällt dieser Stuhl nochmal auseinander. Es gibt hier noch Basic Item Sort. Ich bin mir gerade nicht sicher, was das bringt, weil ich habe an anderer Stelle, ich weiß gerade nicht mehr wo, weil es ist so unübersichtlich, an anderer Stelle halt schon hier diesen Sort-Button freigeschaltet und damit kann ich jetzt halt mein Equipment hier sortieren nach, also Lex steht nicht für Legendary, sondern tatsächlich für Beine in dem Fall, also für Hosen oder für Schulter, nach Schulterpolstern oder nach normalen Rüstungen oder was haben wir hier noch, nach Handschuhen und so weiter und so weiter. Ich kann das nach Rarity sortieren und ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was der andere Itemfilter noch macht. Ich kann ihn mir aber auch gerade noch nicht leisten. Ich weiß, ich brauche ihn, glaube ich, im Moment auch nicht. Also ich weiß nicht, ob ich da 100 Memory gerade für ausgeben möchte. Und ja, die Upgrades werden halt irgendwann sehr, sehr teuer. Auf jeden Fall. Also so bei 125.000 Memory sehe ich mich halt noch nicht. Auch bei 5.000 sehe ich mich nicht so schnell, um ehrlich zu sein. Aber nun ja. Nun, man kann sich Loadout-Slots holen, damit man solche Sachen hier speichern kann. Warum das wichtig sein könnte, auch dazu kommen wir später im Laufe dieses Videos, was vermutlich nur so 75 Minuten lang wird oder so. Gucken wir mal. Ja, aber ich denke, mit den drei Punkten bin ich so im Großen und Ganzen durch. Also ihr seht schon, es ist wahnsinnig vollgestopft mit Sachen, die man machen kann und nicht unbedingt immer übersichtlich. Es gibt halt hier ein Menü, es gibt hier Menüpunkte, es gibt hier Menüpunkte, es gibt hier oben rechts Menüpunkte, also es ist halt so, es ist halt schon so ein UI-Albtraum. Also es ist einfach vom Interface her. Also, man hätte es nicht viel schöner lösen können, aber manche Sachen sind doch einfach ein bisschen ungünstig gemacht. Also es gibt halt einfach zu viele Menüs an zu vielen verschiedenen Stellen. Also bis ich hier oben dieses Actives gesehen habe, da musste mich, glaube ich, tatsächlich jemand im Discord drauf aufmerksam machen, weil ich das nicht gesehen habe. Also ich habe da legit dran vorbeigeguckt, weil hier so komplett oben rechts, da guckst du auch nie hin, weil die Dinger sind ja halt auch irgendwann egal, also da guckst du halt auch nicht mehr hin. Und so nach ganz hier oben rechts guckst du eigentlich nur, wenn du das Spiel schließen willst. So. Also es ist halt so, ja gut. Fun Fact, auch wenn wir hier übrigens auf der Gebietsauswahl sind, können wir noch über die Gegner hovern, die wir gerade nicht sehen. Und bekommen dann ihre Stats angezeigt, wenn denn Gegner da sind. Auch das ist vielleicht noch ein bisschen buggy. Nun ja.
bevor wir in den nächsten Bereich gehen, gehen wir nochmal kurz auf unseren Standard-Skill zurück, weil der hat hier noch zwei wichtige Sachen. Auch hier kann man, also nicht nur auch, aber hier kann man hauptsächlich umstellen den Skill-Focus, nämlich von Melee auf Spell auf Ranged. Ja. Warum das Ranged ist, ich finde, das sieht auch sehr nach Spell aus. Also genauso, also Blau und Grün sehen für mich beides nach Spell aus, aber okay. Also theoretisch kann man, glaube ich, hier Focus Melee nehmen und dann trotzdem den Zauberstab. Ob das sinnvoll ist, ist die andere Sache. Weiß ich halt nicht. Als zweites kann man hier noch einstellen, dass grundlegende Element, mit dem man angreift, ja, ist schwierig zu formulieren. Also es gibt halt Statuseffekte, auch das kennt man aus diversen RPGs, wie zum Beispiel, ja, was haben wir hier, Burn, Frost, Shock, Poison, Curse, Bleed. Ist halt klar, also ne, so Burn und Bleed und Poison sind halt so die klassischen Damage-over-Time-Sachen. Frost ist eine Verlangsamung, ne? Das kennt man grundlegend alles. Nun funktioniert das hier aber nicht so, dass man, wenn man irgendwo auf dem Equipment Kälteschaden hat, man automatisch eine Frostchance hat oder Feuerschaden automatisch eine Chance auf Burn oder Giftschaden automatisch eine Chance auf Poison. Nee, man kann halt mit allen Schadensarten schon gleichzeitig angreifen. Man hat aber immer nur eine Chance auf den Statuseffekt, der hier ausgewählt ist. Und das ist bei mir eben gerade Frost. Es ist auch schön, dass es halt nie dran steht, was man gerade ausgewählt hat. Man muss sich das dann so zusammenreimen. Okay, Feuer ist Burn. Ja, okay, Frost kann man mit viel Fantasie erkennen. Shock kann man erkennen, Poison ist klar. Dass das Curse ist, weiß nicht, es könnte auch sein, die Gegner werden dazu gezwungen, Triangel zu spielen. Man weiß es nicht. Bleed ist auch so ein bisschen... Könnte auch Burn sein oder... Schock oder Energy oder keine Ahnung was. Sieht nicht unbedingt nach Bleed aus, aber man muss dann tatsächlich halt in den Tooltip gucken, unten in die Reihenfolge. Okay, was ist was? Was kommt als nächstes? Das finde ich ein bisschen ungeil. Aber ja. Das ist übrigens auch wichtig zu wissen, dass man eben nur diesen Statuseffekt nutzt, weil es gibt halt, gucken, ob ich das gerade irgendwo habe. Ja, ich habe hier auf dem Amulett zum Beispiel drauf, der letzte Stat ganz unten, Chance to Inflict Burn. Das bringt gar nichts. Also das bringt legit nichts, weil ich kein Burn jemals auf Gegner draufpacken werde, solange ich hier Frost ausgewählt habe. Also der Stat ist in dem Fall komplett nutzlos. So, ist... finde ich ein bisschen fragwürdig, aber sei es drum. Muss man auf jeden Fall wissen oder ist auf jeden Fall gut zu wissen. So, ich schmeiße hier mal kurz ein bisschen Equipment weg. Equipment kann man trashen, grundsätzlich. Und dafür gibt es Achievements. Und eigentlich wollte ich an einer ganz anderen Stelle weitermachen, aber wo wir hier sind, machen wir mit Achievements und Eternals weiter, weil es geht. Ja, Achievements bringen einen Eternal Gain Bonus und Achievements sind so die klassischen Sachen. Also das, da sind so die üblichen Sachen mit bei, schaffe 140 Stages, was haben wir hier, zerlege 500 Items, hab eine Rarity ausgerüstet von insgesamt 50, was haben wir hier... Crafted 10-mal. Aufs Crafting kommen wir auch noch. Ja, es gibt Crafting. Später. Awakene 1-mal, Awakene 10-mal und so weiter. Und die ganzen Achievements bringen eben diesen Eternal Gain Bonus. Was sind Eternals? Wir sind in einem Free-to-Play-Spiel, also gibt es natürlich eine Prestige-Währung. Falsch, keine Prestige-Währung, eine Premium-Währung. Das ist das, was ich sagen wollte. Und dafür gibt es diesen offensichtlichen Eternals-Shop-Button, zu dem ich die ganze Zeit noch nicht gekommen bin. Und die ETN hier an der Seite sind auch das Kürzel für Eternals. Und Eternals kriegt man prinzipiell durch drei Sachen. Entweder gibt man echt Geld dafür aus
Oder es gibt Codes. Jetzt muss ich nur mal nach. Hier in den Settings kann man so Codes einlösen. Dazu kann ich auch gleich noch was sagen. Und es gibt The Fates. Das wird auch noch sehr früh freigeschaltet. Warum das so ein riesen eigenes Feld braucht, weiß ich halt nicht. Aber man bekommt halt so einmal alle 23 Stunden so eine Karte, die man ziehen kann. Und da ist dann so ein schickes Bildchen mit einem schicken Text hinter und das bringt Eternals. Das ist der eigentlich entscheidende Punkt. Das bringt Eternals. Ja. Sehr wenig und wie gesagt nur so einmal am Tag. Warum das hier so ein Riesending braucht, also ich finde das so in Anlehnung an die Divination Cards aus Path of Exile ganz nett. Oder an Tarotkarten oder was auch immer. Aber mal ganz ehrlich, da hätte man auch hier irgendwie hinpacken können, du kriegst halt alle 24 Stunden einen Roll und die Rolls kannst du halt sammeln und dann kannst du halt immer, wenn du einen Roll verfügbar hast, hier halt auf einen kleinen Button drücken und dann kriegst du halt Eternals dazu. Also warum das so einen kompletten eigenen Screen braucht, weiß ich halt nicht. Hätte man hier aus dem Riesenmenü, finde ich, locker rausnehmen können, aber zumal es halt echt nicht viel macht, ne? Also es ist jetzt halt wirklich so, halt einmal am Tag zieh eine Karte hier drüber und klick drauf. Danke. That's it. Also es ist halt so, weiß ich halt nicht. Aber nun ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, bei den Achievements und beim Eternal Shop. Codes sind auf jeden Fall eine Sache. Ah, genau, hier habe ich mir schon das Advanced Inventory Sword geholt. Weil es tatsächlich einen Release-Code gab, den habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Wenn ich dran denke und die irgendwo wiederfinde, wo ich gerade skeptisch bin, ehrlich gesagt, ob ich die wiederfinde, gucken wir mal. Dann poste ich die mit in die Videobeschreibung. Ich werde es wahrscheinlich total vergessen. Wenn jemand anders das Video guckt, der das Spiel schon spielt und noch weiß, wo es die Codes gibt, packt die gerne in die Video, nicht in die Videobeschreibung, das könnt ihr nicht, aber schreibt gerne einen Kommentar mit den Codes, danke. ja, genau, und hier kann man zum Beispiel die Conversion Rate, also von dem Hardcore verbessern, also jedes Mal, wenn man da so ein Artefakt reinsteckt, dass das mehr Bonus bringt. Man kann sich hier neue Avatar-Porträts freischalten, also ne, ist, das ist hier unser Standard-Avatar, der depressive Native American. Den können wir im Moment noch austauschen gegen Ned Flanders als Samurai und eine Mischung aus einem Gremlin und einem wilden Kerl. Das sind so die drei, die man standardmäßig als Auswahl hat. Ich finde die alle drei sehr hässlich. Man kann halt weitere freischalten. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, was Glory Slots sind zum Beispiel. Ich hoffe, es ist was anderes als Glory Holes. Ansonsten, ich möchte auch nicht ausschließen, dass das Spiel hier noch irgendwo einen Menüpunkt Dix bekommt. Und aber gut, lassen wir das. Weil es so übersichtlich ist, haben wir hier auch noch mal extra Tabs, die man durchklicken kann. Eins davon hat noch gar nichts. Es gibt permanente Upgrades, es gibt Consumables, die man mitnehmen kann, die dann eben nur eine gewisse Zeit wirken. Und man kann Eternals in Memories umtauschen, wenn man das möchte. Ich sehe im Moment noch nicht, dass das sinnvoll ist. Kurz reingucken. Eternals kosten halt so 120.000 kosten ungefähr $5. Das ist so der Deal, beziehungsweise knapp 25.000 kosten $1. Wait. Kriegen wir die 12.000 Bonus, kriegen wir da noch drauf, ne? Das ist da nicht mit drin. Das ist doch voll der Scam, oder? Warte mal kurz. Lass mich kurz was rechnen. Ja, okay. Also das ist, okay, ich dachte mir gerade so, hä, ist das nicht mehr? Aber nein, dadurch, dass es nicht ganz 25.000 sind, kommt es schon hin. Also der weiße Wert steigt hier tatsächlich linear, also da kriegt ihr halt überall das Gleiche bei raus. Ob ihr jetzt fünfmal für $1 kauft oder einmal für $5, ist von dem weißen Wert hier
schon exakt gleich. Die Bonus wird es halt oben drauf geben wahrscheinlich. Wenn die da schon mit reingerechnet sind, ist es auf jeden Fall harter Scam. Aber okay, gehe ich mal nicht von aus. Es wäre halt ganz nett gewesen, da ein Plus vorzuhaben, weißt du, so die 122.000 plus 12.000 Bonus. Aber ja, ich sehe im Moment auch nicht, dass ich hier echt Geld vorausgeben will, also von daher gucken wir mal. Gut, weiter im Text. Haben wir die Achievements und den Eternals Shop einigermaßen abgehakt. Ich gehe jetzt hier nicht auf jedes Detail ein, weil es ist einfach zu viel. Was man als nächstes freischaltet, zusammen mit, also nein, was man als nächstes freischaltet, wenn man das zweite Gebiet geschafft hat, sind zum einen die Fates, die wir gerade schon hatten, und Soul Core und damit auch diese Soul Bar. Und das kennt man eventuell aus NGU oder auch aus anderen Spielen, also aus anderen Idle Games oder anderen Incremental Games. Man kann hier einfach Seelen sammeln. Ja, also diese Bar füllt sich hier nach und nach. Und diese Seelen kann man halt hier in diese Cores reinstecken. Ich habe die gerade alle komplett hier drin, in dem zweiten Offensive Core. Und der levelt damit. Und je nach Levelanzahl bringt der halt einen gewissen Bonus zu. Was macht das? Schadensbonus macht das in dem Fall. Die Defensive Cores machen Health Regen und Force Shield Bonus. Ich finde, das ist auch gerade mal hoch genug gelevelt. Ich nehme das da mal alles raus, level den Bereich nochmal mit. Das ist auch so ein bisschen weird gemacht, also eine Sache, die man auch, also die nicht super intuitiv ist. Es gibt hier einen Cap, je nach Core, wie viele Seelen man da maximal reinstecken kann. Also beim ersten sind es jetzt so ungefähr 46.000, sage ich mal, also 4,57 E hoch 4. Also, wie gesagt, circa 46.000 Souls. Dann levelt der am schnellsten, also dann levelt der mit 20 Level pro Sekunde. Schneller geht halt nicht. Und jedes Mal, wenn man awakened, wird halt dieses Cap auch gesenkt. Und zwar um 1% der Level, die man hier reingesteckt hat. Ich glaube sogar um 1% der Total Level. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt auf Total Level in dem Run bezieht oder Total Level jemals oder auf jeden Fall nicht Total Level von allen Cores zusammen. Aber naja, auf jeden Fall kann man das Cap halt senken. Es war ursprünglich höher. Sehen es halt schon, your required cap was reduced by 1620 souls so far. Also ich habe das Cap hier schon um rund 1600 Souls gesenkt. Das war also mal höher. Das heißt, man möchte natürlich auch die Cores schon immer einigermaßen hochleveln, um dann nach und nach mit jedem Awaken das Cap halt zu senken, um dann eben einen Core, was weiß ich, mit 20 Seelen schon auf Maximalgeschwindigkeit leveln zu können und die Souls dann eben einfach entsprechend in die weiteren Cores stecken zu können. Da hier oben noch so viel Platz ist, gehe ich mal davon aus, hier werden weitere Tabs kommen, irgendwann mit mehr Cores. Mal gucken. Weil wir ja auch noch nicht genug Menüs haben. Ich finde es ein bisschen schäbig, dass der Bonus nicht hier direkt in dem Core-Dinge drin steht. Das, also so der aktuelle Schadensbonus bei dem ist halt 8,35%. Bei dem darunter ist er 7,51%. Warum muss ich dafür Mouse-Over machen? Warum steht das nicht einfach hier in dem Ladebalken drin? Das wäre halt so viel einfacher, aber nun ja. Das wäre halt so an sich eine ganz nette Sache. Aber ja, die Cores unterscheiden sich prinzipiell nur darin, dass sie halt langsamer leveln, je weiter es nach unten geht. Ihr seht, das Cap ist hier bei E4, hier bei E5, E6, E7, E8, E9. Also hier braucht man dann halt schon 4 Milliarden Souls. Macht das Sinn? Doch 4E9 sind 4 Milliarden, ja. Braucht man 4 Milliarden Souls, um das Ding auf Höchstgeschwindigkeit zu leveln quasi, wo wir hier halt gerade nur 40.000 brauchen. Und auch das ist ein Grund, warum man das Cap senken will.
früher, um halt später zu leveln. Und man sieht auch, also dadurch, dass man halt natürlich deutlich weiter vom Cap entfernt ist, leveln die auch entsprechend langsamer. Also wenn wir, ja, ihr seht schon, hier geht das relativ fix. Ein Level, weil wir hier so ein, nur so, also wir haben so ein Viertel vom Cap ungefähr erreicht, nicht ganz, aber so circa ein Viertel. Hier ist das halt deutlich weniger. Deswegen levelt das entsprechend langsam und wenn ich die gleiche Menge Souls halt in den untersten Core reinhaue, braucht er halt einfach 36 Minuten oder fast 37 Minuten für ein Level. Also das lohnt sich bei der aktuellen Souls-Menge auch noch gar nicht. Ja. Souls. Wie bekommen wir Souls? Souls bekommt man grundlegend automatisch einen gewissen Wert pro Sekunde. Und das ist... Nein, falscher Button. Ja, das ist eine Sache, die kann man hier hauptsächlich mit dem Soul Force dann letztendlich erhöhen. Also prinzipiell bekommt man halt ein Soul pro Sekunde am Anfang und das Cap ist halt relativ niedrig. Also ich kann gerade als, bin jetzt hier bei ungefähr 100.000 Souls, das füllt sich jetzt gerade nicht mehr weiter auf, weil ich eben das Maximum an Souls schon erreicht habe. Hier steht jetzt nur 18, aber ich habe halt die restlichen Souls hier in dem Core reingesteckt, also die Souls, die in den Cores drin sind, zählen halt mit zu dem erreichten Cap hier. Ich drücke immer auf Paragon, obwohl ich da nicht hin will. Ja. Um das noch zu verbessern, kann man halt das Soul Cap erhöhen mit Memory zum Beispiel. Also ich könnte jetzt das Soul Cap um 2500 erhöhen mit 15 Memory. Könnte ich gerade machen, will ich gerade gar nicht unbedingt. Man kann den Refill erhöhen um 1 pro Sekunde für 75 Memories. Man kann die Power, also Soul wird später wohl noch mehr Einsatzmöglichkeiten haben. Ich weiß noch nicht wo, keine Ahnung. Aber den Effekt, den eine Soul bringt, kann man hier halt prozentual erhöhen für Sachen. Und man kann halt diesen Refill, also diesen halt das Auffüllen, was standardmäßig halt 1 pro Sekunde ist, kann man hier durch den Wert, also ich habe das jetzt zum Beispiel auf 13 pro Sekunde, grundlegend hier mit dem Refill, man kann hier den Speed aber auch noch erhöhen, dass es eben nicht pro Sekunde ist, sondern dass die Einheit eben schneller ist, also dass man dann halt nur Bruchteile von Sekunden braucht. Weswegen dieses Ding hier auffüllen oder regelmäßig einfach mal total wirsch durchflackert. Wenn ich jetzt gerade nochmal die okay, es hat sich gerade mal wieder beruhigt, ab und an flackert das mal so, weil die Bar da einfach sehr schnell durchläuft. Und ja, diese ganzen Soul-Sachen kriegt man nicht nur hierher, die kriegt man unter anderem auch hierher nochmal für Memories. Die gibt es bestimmt auch hier nochmal irgendwo. Ich habe mir im Eternal Shop noch nicht alles durchgelesen. Es gibt die bei Awakening für die Prestige Points. Kann man sich Soul-Sachen holen. Hier zum Beispiel, da hatte ich vorhin einen Punkt reingesteckt. Also Soul Refill, Soul Power, Soul Cap kann man hier auch nochmal alles verbessern. Das kann selten sogar auch auf Items sein. Und ich habe keine Ahnung, für was Soul noch alles brauchbar wird. Soul wird vermutlich noch mehr Sachen machen als nur den Soul Core. Ich weiß nicht. Es gibt auch 4 Sachen, die ich einfach noch nicht freigeschaltet habe hier. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, und wenn ihr denkt, jetzt haben wir es soweit. Nope. Nope, we don't. Wenn man das dritte Gebiet fertig hat, nämlich dieses und das vierte Gebiet freischaltet, schaltet man hier Seraphim und Apotheosis frei. Seraphim sind so Bosskämpfe, könnte man sagen. Und davon machen wir auch einen gleich mal. Und zwar relativ direkt, glaube ich. Ja, gehen wir einfach mal rein. Starten hier, glaube ich, normal auf Level 1. Und der hat nicht einen krassen Regen, sondern vielleicht sind wir auch auf 5 gestartet, ich weiß es nicht. Der hat nicht einen krassen Regen, sondern wir schaffen hier halt Stufen. Also hier steht halt die Stage dran. Und ja, wir kommen da halt ganz gut durch im Moment für Startverhältnisse.
Also so bis Stufe 10 kommen wir wahrscheinlich. Jetzt mein Force Shields schon weg. Das heißt, er fängt jetzt auch langsam an, ordentlich Schaden zu machen. Ja, wobei, Stufe 9 geht noch. Stufe 10 haut dann aber wahrscheinlich gleich ganz gut rein. Gucken wir mal. Boah, Stufe 10 könnten wir schaffen. Der hat auch einen ganz ordentlichen Regen inzwischen. Aber nicht so krass. Aber ja, Stufe 10 geschafft. Stufe 11, ja okay, Stufe 11 gibt uns jetzt schon aufs Maul. Die schaffen wir ziemlich sicher nicht mehr. Ja, mit Glück vielleicht noch, aber... Ja, okay, noch geschafft. Dann Stufe 12 ist jetzt definitiv Schluss. Aber okay, zwei Stufen weitergekommen. Ich beklag mich nicht. Und dadurch bekommen wir Crafting Materials. Crafting, ihr erinnert euch, wollte ich noch drauf zurückkommen, machen wir gleich. Und wir bekommen Divinity. Gehen wir erstmal aufs Crafting ein. Crafting ist ein total offensichtlicher Menüpunkt hier in diesem Screen, nämlich hier oben rechts. Das ist wieder so ein Punkt, wo man einfach nicht hinguckt. So. Aber ja, hier oben rechts gibt's Crafting. Ich mache hier gerade mal ein bisschen Platz. Bei Crafting haben wir jetzt einfach diese Shards bekommen. Diese Crafting Materials sind einfach diese Shards. Was anderes gibt es, glaube ich, nicht. Zumindest habe ich bislang nichts anderes gesehen. Und da kann man zum Beispiel ein Item reinziehen. Und je nach Item-Level verbraucht das eben entsprechend viele Shards. Und man kann da halt Stat-Boni draufhauen bis zu 100%. Na, gehen wir wieder zurück. Also ich könnte jetzt den Helm zum Beispiel noch verbessern. Der ist im Moment auf 25% Bonus und da kann ich jetzt fröhlich Shards reinhauen und kann den auf 50% Bonus hochziehen. So einfach läuft das. Man kann hier auch Sachen extracten oder austauschen. Das habe ich noch nie gemacht. Probieren wir mal. Aber Moment, lass mich das gerade mal... Ich würde hier gerne was extracten. Wie mache ich das jetzt? Da ist ja jetzt gefühlt nichts passiert. Okay, ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Das muss ich mir vielleicht auch nochmal durchlesen. Aber prinzipiell kann man hier auch Stats von Items anpassen. Transfer or exchange multiple stats. Verändern sich aber auch keine Stats, ne? Also ich gucke gerade mal die Sachen unten an, aber weder die grünen noch die gelben ändern sich vom Wert noch von der Grundeigenschaft her. Ja, keine Ahnung. Müsste ich mir durchlesen. Gibt aber jetzt auch 0% Stat-Bonus hier irgendwie. Also... Ich lese mir das jetzt mal direkt durch. Ich will das direkt wissen. Finde ich das hier irgendwo? Gibt es hier Crafting? Equipment? Ist hier Crafting mit bei? Nein. Ja, ist auch so eine Sache, wo... Ah, hier, Crafting. Crafting can alter or improve your equipment various ways. Each way of crafting has a crafting cost. Ja, okay. To apply crafting orbs ist klar. Okay, cool, es steht halt auch einfach nichts drin. The specific crafting will be applied to the item in the item slot. And then and the used shards will be consumed. Ja, das ist klar. Maxing out an item, reaching 100% bonus, rewards you with a bonus multiplier of item level times 0.25 to many of your stats. Oh, okay. Dann kann ich mir das leisten? Habe ich noch, wie viel Crafting Materials habe ich noch? Ah, nicht. Ja, doch, habe ich noch genug. Dann lass mal den Helm gerade maxen. Ah, wait. Ich bin Pfosten, ich kann ihn nicht maxen, ich kann ihn nur 75 ziehen, ja schade. Nun ja.
sei es drum. Aber okay, sind wir auf einem ganz guten Schritt. Und mehr Magic Find, mehr Health Regen und okay, Agility bringt halt nichts, weil ich da 0 habe und 0%, also 0 plus 22% sind immer nur 0. Aber ja, okay, ich habe keine Ahnung, was das Transfer or Exchange macht, wie das funktioniert. Müsste ich vielleicht mal im offiziellen Discord nachgucken oder so. Who knows? Sacrifice gibt es noch. Da kann man jeweils 5 Items reinpacken. Die müssen aber von den höchsten beiden Schwierigkeitsgraden, also von den höchsten beiden Seltenheitsstufen sein. Das ist das, was ich sagen wollte. Also sprich, die müssen entweder einen pinken oder einen roten Hintergrund haben. Mit anderen geht das nicht. Hier unten, man braucht immer 5 Stück davon, aber deswegen hebe ich die gerade auf. Die will ich grundsätzlich nicht ausrüsten, aber die will ich halt sacrificen. Und das habe ich schon einmal gemacht mit 5 pinken Items. Und das erhöht dann einfach permanent Health Regen und Force Shield. Also die Standard 4 quasi. Ja. Man kann hier unten auch noch Werte mit erhöhen. Ich weiß nicht, ob das dann nur geht, wenn die entsprechenden Stats auch auf den Items drauf sind zum Beispiel. Oder ob das mit der Rarity irgendwie zu tun hat. Habe ich auch noch nicht rausgefunden. Aber ja. Crafting and Sacrificing. Well. Nun. Aber wir haben ja nicht nur Crafting Materials bekommen, sondern wir haben auch Divinity Points bekommen. Und die kann man hier bei der Apotheosis einsetzen. Die sorgen nämlich dafür, dass man hier auch nochmal Soul verbessern kann. Nämlich Soul Cap, Soul Power, Soul Refill, die üblichen Sachen. Ich würde das Cap, glaube ich, gerade mal erhöhen. Wir haben 90 Divinity, oder komplett alles rein. Das kann am Anfang ein bisschen verwirrend sein. Man kann sich hier einen extra Wert einstellen, also meinetwegen 235 oder meinetwegen 5. Das ist übrigens eine Schaltfläche, die man sich mit dem Upgrade freischalten muss, mit Memory, glaube ich. Aber ja, das kann man sich freischalten. Dann kann man hier einen Wert eintragen und dementsprechend kann man dann, also der Wert gilt zum Beispiel hierfür dann auch. Also ich hatte jetzt gedacht, der gilt halt für die Soul Cores, ne, dass ich hier halt jeweils 5 drauf haue nur, was jetzt auch der Fall ist, aber der Wert gilt tatsächlich nicht nur für den Soul Core, sondern auch hierfür für die Divinity Punkte. Frag mich nicht, warum es so ist, aber es ist so. Man kann hier unten so Prozentsätze einstellen. Ich habe keine Ahnung, wofür das gut ist. Das hat meiner Meinung nach, also vielleicht kann man da die Prozentsätze eingeben und dann Set Divinity machen. Und dann verteilt sich das gleichmäßig nach diesen Prozentangaben. Maybe. Konnte ich noch nicht ausprobieren. Ja, auf jeden Fall kann man hier Soul definitiv nochmal verbessern. Und die Divinity-Punkte sorgen auch dafür, dass sich hier diese Leiste von beiden Seiten füllt. Und zwar mit unserer Gesamtzahl an Divinity-Punkten pro Sekunde. Im Moment sind das 90 pro Sekunde. Ich habe noch nicht so viele Seraphim bzw. Nemesis-Fights gemacht. Und ja, es gibt hier halt dieses Cap, beziehungsweise diese 327.000. Wenn man hier halt 327.000 erreicht hat, ist das Ding voll. Und es gibt einen God Point dazu. Und die God Points kann man hier halt in diverse Sachen stecken. Mehr Experience Gain, mehr Memory Gain, Monster Respawn Rate, Stamina Regen, Prestige Multiplier, Ailment Power, Magic Find. Das kann man auch beliebig verteilen. Ich glaube, ich packe das gerade mal alles in Experience Gain rein. Wobei. Auch hier wirkt übrigens dieser 5er-Wert drauf. Ja? Also, beziehungsweise jetzt machen wir das halt in 3er-Schritten. Also es ist halt so. Es ist halt wirsch. Und man kann sich hier unten auch noch eine Schaltfläche bzw. mehrere Schaltflächen freischalten, dass man hier Werte für speichern kann. Dass man die nicht immer per Hand eingeben muss, sondern hier dann einzelne Buttons klicken kann
um hier halt feste Werte zu haben, wo ich mir halt denke, warum muss ich so eine Quality of Life Sache mit Upgrades machen? Also warum? Warum muss ich mir das freischalten? An vielen Punkten in diesem Spiel übrigens, also halt so Lootfilter, Auto-Merge, sortieren im Inventar und keine Ahnung was noch, das sind so alles so Quality of Life Sachen, dann denke ich mir, das sollte halt grundlegend drin sein. Das ist ja nichts, was ich mir freispielen will. Es ist, also ich finde es halt einfach ein beschissenes Game Design zu sagen, ja, ich nehme sinnvolle Funktionen aus dem Spiel raus und der Spieler muss erstmal Zeit X ohne die Sachen auskommen und dann seine Währung, die er woanders sinnvoll einsetzen könnte, nutzen, um sich halt diese normalen Spielfeatures erstmal freizuschalten. Also die Quality of Life Sachen. Das finde ich halt. Naja, ich habe gesagt, wie ich es finde. Ja, es ist halt so ein bisschen unglücklich gelöst, aber ja. Wie schon so oft gesagt, it is what it is. Auch das hätte man, finde ich, hier deutlich schöner lösen können. Einfach mit so einem, keine Ahnung, 10%, 25%, 50%, 75% Max und Cap vielleicht noch. Dass du hier halt einfach 2x3 Buttons hast und dann halt auswählen kannst, wie viele du von irgendwelchen Punkten gerade einsetzen willst. Dann halt prozentual und nicht fix. Und wenn du halt einen spezifischen Wert haben willst, dann nimm halt das Ding. Aber halt so Werte abspeichern, weil die Werte, also Werte abspeichern ist halt auch so total random. Also es, weil sich das bei den Souls und Divinity und halt God Points und so, das unterscheidet sich ja halt alles massiv. Also Divinity wird, glaube ich, relativ schnell in den Tausenderbereich gehen. God Points werden wahrscheinlich eine ganze Weile ein- bis zweistellig bleiben. Und die Souls gehen dann aber wahrscheinlich locker ins, ja, irgendwie 6 bis 7, also im 6-stelligen sind wir jetzt schon, ein 6 bis 7-stelliger halt. Das ist halt so. Ich will aber jetzt auch nicht noch mehr Memory ausgeben, um mir, keine Ahnung, ja, hier den Custom Selection habe ich jetzt schon weg, aber ich möchte jetzt vielleicht nicht noch unbedingt Prestige Points ausgeben, um mir da noch so ein Teil mit so, ich weiß gar nicht, wo habe ich das denn noch gesehen? Irgendwo konnte man sich noch mehr von den Dingern holen, also noch mehr Speicherteile. Ich weiß es nicht mehr. Es ist halt auch einfach unfassbar unübersichtlich. Aber ja, ich glaube, damit haben wir es im Großen und Ganzen einigermaßen erschlagen. That's the game so far. Awakening würde ich jetzt tatsächlich nochmal machen. Es passt sich auch tatsächlich ganz gut. Wichtig zu wissen beim Awakening ist übrigens auch noch, die Boni hier erhöhen sich in der ersten Stunde, die der Run läuft, jede Minute um einen gewissen Wert und danach nur noch stündlich. Also es macht halt Sinn, nach ungefähr nach einer Stunde zu resetten. Ob ihr dann aber nach einer Stunde 10 oder einer Stunde 50 resettet, ist halt von dem Wert hier, also wie die Boni steigen, völlig egal. Sondern es macht tatsächlich dann erst ab 2 Stunden beziehungsweise dann ab 3 Stunden wieder einen Unterschied. Weswegen es halt jetzt ganz gut ist, dass ich hier jetzt gerade bei ziemlich exakt 3 Stunden bin und hier nochmal Bonus drauf bekommen habe. Ich würde tatsächlich ganz gerne nochmal Stats ein bisschen erhöhen, auch wenn das eigentlich gerade nicht sinnvoll ist. Aber für eine Sache, die ich gerne austesten würde. Machen wir jetzt mal Awaken. Ihr seht, der Run resettet. Wir haben 340 Prestige Points. Hier die Werte sind mit dem überschrieben, was wir gerade unten stehen hatten. Und hier sind plötzlich Sachen wieder locked. Was daran liegt, dass wir jetzt hier in dem Gebiet wieder starten, die anderen Gebiete erst freischalten müssen. So, jetzt haben wir zumindest Souls und Fates schon mal wieder freigeschaltet. It is something. Souls werden aber auch komplett gelöscht beim Prestige. Also da muss man jetzt erst das Cap wieder voll kriegen. Dafür ist übrigens das schnelle Auffüllen und das das schnelle Auffüllen mit den beiden Sachen, also halt
pro Tick und Tick-Speed, das trifft es, glaube ich, am ehesten, dass man das halt erhöht, weil man sonst halt nach einem Awaken einfach Ewigkeiten braucht, bis man wieder ins Cap kommt. Und das ist halt einfach nicht so geil. Ja, okay, das sind gerade mehr oder minder alle Souls, die wir haben, aber ich packe hier schon mal ein bisschen was rein. So, und jetzt haben wir auch das wieder freigeschaltet. Und Fun Fact, jedes Mal nach dem Awaken, wobei, kommt das hin? Ich habe nicht auf den Timer geachtet. Ich habe so das Gefühl, dass jedes Mal beim Awaken, und ich kann es gerade schlecht testen, der Seraphim Respawn Timer resettet wird. Wieder auf knapp 2 Stunden. Ich konnte es noch nicht bestätigen. Mag auch sein, dass ich mich da täusche. Und es, also, ich meine, wir haben ja jetzt gerade erst gekämpft, aber ich würde sagen, dass wir gekämpft haben, ist länger als 3,5 Minuten her, dass der Kampf vorbei ist. Weil ich ja locker halt in dem Tab und beim Crafting ja eine ganze Menge erklärt habe. Also ich schätze, dass, ich glaube, der wird so auf 1,57 beim Awaken resettet. Ist im Moment so mein Gefühl. Was ich ehrlich gesagt ziemlich scheiße finde. Was aber natürlich auch einfach insofern Sinn macht, dass man ja das Ding erst wieder freischalten muss. Also, dass man es wirklich ja erst wieder freispielen muss. Und das finde ich halt, es nervt halt. Also auch daher, deswegen habe ich nämlich die ganze Zeit nicht Awaken gemacht, weil ich euch den Kampf noch zeigen wollte. Und wenn ich vorher Awaken gemacht hätte, hätte ich halt 2 Stunden warten müssen bis zum nächsten Nemesis-Kampf. Also ich kann hier halt so einen Trainingskampf machen, der bringt aber halt nichts. Also den kann ich halt machen, aber der bringt halt keine Crafting Materials und keine Divinity. Und das wäre halt relativ witzlos gewesen. Trainingskämpfe erhöhen den Timer übrigens nicht. Also Trainingskämpfe könnt ihr jederzeit machen. Es sei denn, der Timer ist abgelaufen. Dann halt nicht. Also dann geht er halt in den normalen Kampf. Lacks of Pain, will ich die haben? Eigentlich nicht. Drop Rate ist ganz nett. Brauche ich aber im Moment auch nicht unbedingt. Force Shield? Nee. Nee. Weg damit. Ja. Ich würde jetzt, glaube ich, nochmal meine Upgrade-Punkte ausgeben. Ich bin mir noch nicht 100... Ich glaube auch tatsächlich nochmal mehr für Life tatsächlich gerade. Habe ich hier noch... 48 kostet das, aber es ist auch prozentual. Ja, komm. Hau raus. Mal 3,5% mehr Life. Finde ich ganz cute. Ah, hier bin ich... Okay, hier sind wir zumindest bis hier gekommen. It is something. Genau, ich würde nämlich mal gucken, ob ich... Ja, da müsste ich jetzt die Cores eigentlich für Level noch... Das kriege ich, glaube ich... Das ist halt auch so ein bisschen nervig, dass man die Cores erst wieder hochleveln muss. So, das Ding... warte mal. Das Ding ist auf jeden Fall schon mal am Cap. Also wir können noch weitere Souls hier reinpacken. So, der levelt jetzt tatsächlich halt mit 20 Leveln pro Sekunde. Und alles, was wir an weiteren Souls bekommen, können wir halt locker schon mal hier reinstecken. Aber ja, eigentlich müsste ich die Cores erstmal wieder ein bisschen leveln. Ich würde aber eigentlich, ich gucke nochmal, wie weit wir kommen, schauen, ob ich Pertobaros Legacy, also das Gebiet hier noch durchschaffe. Prinzipiell ist es übrigens immer sinnvoll, das höchste Gebiet zu grinden, also zumindest das höchste Gebiet von denen hier oben, weil Items haben Level und das Item-Level richtet sich einfach nach dem Drop, also nach dem Gebiet, wo sie droppen. Hier droppen Level 1 Items, hier Level 2, hier Level 3, hier Level 4. Also ihr wollt schon möglichst hochlevelige Items haben. Ihr wollt im Gebiet selbst aber eigentlich immer das erste Gebiet farmen. Aus dem einfachen Grund, dass ihr in dem ersten Gebiet die höchste Drop-Chance habt, grundlegend. Also hier haben wir gerade eine 97% Drop-Chance. Wenn wir hier jetzt mal in Gebiet 8 gehen, okay, dafür ist man gut. Macht gar keinen Unterschied, weil mein Drop-Gedöns so hoch ist. Aber gucken wir mal hier. Hier habe ich eine 54% Drop-Chance. Oder wurde das jetzt noch geändert? Ah, genau. Und ihr seht schon, hier auf 8 ist es plötzlich nur noch eine 50% Drop-Chance. Also ist jetzt nicht so der Riesenunterschied, aber es macht sich eben schon bemerkbar. Und
bis 9 hatte ich es hier, also bis zu 10 hin hatte ich schon geschafft, aber 10 muss man halt 5 Waves überstehen. Und da hatte ich bislang nicht mal eine geschafft. Und ja, ich sterbe halt zwischendurch, also das sind halt keine Gebiete, die ich farmen kann. Aber ja. Ich kann zumindest einmal die Gegner besiegen, was ja grundlegend schon mal reicht. Was mir hier wahrscheinlich massiv weiterhelfen würde, ist eine Note im Paragon Tree, das noch als Tipp. Die habe ich im Moment noch nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich den Tree resetten möchte dafür. Und zwar ist das hier drüben Giant Blood. Die sorgt dafür, dass ihr quasi jedes Mal, wenn eure Stamina Bar, also die gelbe Leiste, bei 35% ist. Also nicht hier fix bei 35%, sondern jedes Mal, wenn sie 35% weiter ist. Also sprich bei 35, bei 70, dann bei 5, bei 40, bei 75, 10% und so weiter, ich hatte gerade einen kurzen Knoten im Kopf, führt ihr einen zusätzlichen Schlag aus. Und das ist halt einfach richtig, richtig stark. Also das lohnt definitiv schon. Das heißt, ich würde halt einfach mehr oder minder in der Zeit, wo ich jetzt einen Angriff mache, einfach 3 Angriffe machen. Das ist halt schon nicht ohne. Und das würde wahrscheinlich auch dazu führen, dass ich das Gebiet hier durchkriegen würde. Ja, die 8er schaffe ich mit ein bisschen Glück. Ja, die 8er packen wir. Dann können wir eigentlich direkt hierhin zurückgehen. Ja, okay, nee, aber ich sehe schon, die 10er packe ich auf keinen Fall so. Also dafür habe ich nicht genug Hitpoints. Und dafür haben wir im Moment zu selten Freeze raus. Also das wird so schnell nichts. Auch mit gelevelten Cores wird es nicht besser. So schnell. Ja gut, aber ja, die Note, also Giant Blood, für den Start auf jeden Fall richtig, richtig gut. Sehr zu empfehlen. Ich leider zu spät gesehen und bin dann nicht mehr wirklich zum Dahinskillen gekommen, weil ich halt schon einen ganz anderen Weg ausgewählt habe. Aber ja, ich könnte mit dem nächsten Awaken ja einfach mal den Tree resetten. Und dann würde ich wahrscheinlich... Ich bin hier unten schon so ein bisschen auf Schwertschaden gegangen, weil ich mich auf Schwerter spezialisieren wollte. Aber hier die 3 Punkte kann ich halt locker raus... Naja, die 2 Punkte kann ich locker rausnehmen. Theoretisch die 4 auch, die machen halt Drop-Chance, also das ist halt für Equipment. Equipment ist mir aber im Moment gerade erstmal nicht so wichtig. Die Sache ist, ich bräuchte halt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, dann müsste ich die Node auch noch mit rausnehmen. Also ich könnte quasi... Ah ne, das sind ja schon 6. Hier die 4 und die 2 und hier könnte ich dann lassen. Beziehungsweise bis dahin könnte ich wieder gehen. Ja, mal gucken. Was ich mich halt einfach frage, ist, schalte ich weitere Menüpunkte frei, wenn ich den Bereich hier durch habe? Weil bislang hat hier jedes Mal ein Gebiet schaffen neue Menüpunkte freigeschaltet. Und das hätte ich im Zweifelsfall noch ganz gerne mit in die Aufnahme reingenommen. Aber dann machen wir das in dem Fall einfach nicht. Sondern ich sage an der Stelle einfach mal, wir belassen es dabei. Es ist auch einfach lang genug. Hey, ich lag mit 75 Minuten gar nicht so schlecht. Wir sind jetzt bei 83, aber... Na, 84 gleich, aber... Ganz gut geschätzt. Alright. Ja, das ist Godsbane Idol. Ein abschließendes Fazit könnte ich noch geben. Ich finde die Progression insgesamt ein bisschen komisch, weil man am Anfang gerade so hat, so hier, habt eine neue Mechanik und du denkst dir, ja, cool, Fortune, dann stellst du fest... Ja, aber ich kann mit der Mechanik gar nicht so wahnsinnig viel machen. Und um jetzt weiterzukommen, muss ich halt erstmal wieder Ewigkeiten ein Gebiet grinden. Also halt Stunden. Also das Gebiet hier grinde ich jetzt auch schon seit fast 24 Stunden. Und schaff's halt immer noch nicht durch. Also es ist halt so... Also die Progression ist einfach...
sehr, sehr sprunghaft mit sehr langen Grindphasen dazwischen, was einfach so ein kein durchgängiges Fortschrittsgefühl bei mir aufkommen lässt. Und ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, gestern Nachmittag, bevor ich den ersten Seraphim-Kampf geschafft habe, auch kurz davor, das Spiel zu deinstallieren, zu sagen, nee, fuck that, habe ich einfach gar keinen Bock drauf. Weil ich halt einfach nicht das Fortschrittsgefühl hatte. Und das, ich finde es im Moment halt sehr durchwachsen. Was auch einfach der Grund ist, weswegen ich mich entschieden habe, hier jetzt so ein Vorstellungsvideo zu machen und nicht ein ganzes Let's Play draus, obwohl wir das zum Steam Early Access Release schon 3 Stunden im Stream gespielt haben. Also ich hätte theoretisch direkt rüberwechseln, also das Schneiden und einen Let's Play Start draus machen können. Aber sehe ich mich ganz ehrlich nicht. Also kommt drauf an, was hier noch an Mechaniken freigeschaltet wird. Aber so grundlegend holt es mich halt nicht so 100% ab. Also zum einen halt Fortschrittsgefühl ist einfach zu selten da. Und es ist einfach viel zu clunky. Also es ist teilweise nicht mehr nur komplex, was okay wäre, sondern wirklich kompliziert gelöst. Es ist super unübersichtlich an vielen Stellen. Ich meine, ich habe die meisten Sachen jetzt halt schon innerhalb von 2 Tagen jetzt drauf, von dem, was ich freigeschaltet habe. Wobei wir uns auch immer noch nicht alles angeguckt haben. Es gibt hier zum Beispiel noch diesen Punkt Stat Overview, wo man sich Details für jede Sorte von Stat angucken kann und auflisten kann. Zum Beispiel, wo kriege ich gerade überall Evasion her? So mit irgendwie Total Value. Und hier ist aber auch ganz viel sehr wirrisch, weil hier manchmal Prozentangaben hinterstehen und manchmal sollten es Prozentwerte sein, es steht dann aber kein Prozentzeichen hinter und dann denkst du dir so, ja, habe ich jetzt einen Wert von 29 Evasion flat irgendwas oder also kann das höher sein als 40? Es ist halt so, also als schönes Beispiel, Drop Rate. So, Drop Rate geht halt bis zu 100% Base Chance. Ich habe hier den Wert aber schon auf fast 300. Ist das jetzt einfach unnütz? Oder ne, ist das hier falsch betitelt? Ist es einfach nur nicht richtig erklärt? Oder es ist halt so extrem schwierig, bei manchen Sachen durchzusteigen. Selbst wenn man sich die Zeit nimmt und versucht, Sachen zu verstehen, ist es manchmal halt einfach nicht hundertprozentig klar, wie was funktioniert. Und das macht es halt einfach sehr, sehr schwierig. Und dafür, dass das Spiel schon ein Jahr im Browser verfügbar ist und in der Closed Beta war, finde ich das halt so grundlegende Sachen, die man halt nach der Closed Beta beziehungsweise vorm Start der Open Beta da halt schon mal irgendwie hätte fixen können. Auch so Kleinigkeiten, dass hier halt sobald man einmal hier auf Actives, sobald man die Sachen hier im Hintergrund hat, ne, dass man, also dass hier die Sachen halt durchscheinen in Häkchen. Das muss doch in der Closed Beta auch aufgefallen sein, also dass man sowas noch nicht gefixt hat. Ist halt so ein bisschen. Aber das ist auch immer, okay, das sind jetzt halt kleinere Bugs, prinzipiell nichts Dramatisches und es ist halt nur ein Typ allein, also es ist halt nur ein Entwickler. So, Fairpoint, der kann halt auch nicht alles gleichzeitig machen. Das ist so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, aber ja, es sind halt so diese 2, 3 Hauptpunkte. Also es ist super unübersichtlich. Die Progression fühlt sich für mich nicht so richtig gut an. Und manche Sachen finde ich halt einfach echt ungünstig gelöst, wie zum Beispiel die Quality of Life Sachen einfach freischalten zu müssen, anstatt dass manche Sachen davon einfach direkt da sind. Und das sind alles so Punkte, wo ich sage, ja, weiß ich nicht, wie lange ich da noch dranbleibe. Also so bis Ende der Woche
vermutlich. Darüber hinaus, keine Ahnung, mal gucken. Das sind aber auch im Großen und Ganzen die Punkte, die mich bei NGU davon abgehalten haben. Also hauptsächlich das Progression-Gefühl ist einfach nicht da. Und NGU ist halt noch viel umständlicher, was halt so das ganze Item-Management und so angeht. Zumindest am Anfang. Also ich sehe hier halt so die gleichen Probleme auf mich zukommen, dass es für mich einfach nicht motivierend genug ist. Weiß ich halt nicht. Und was ich halt super schade finde, ich bin hier schnell durch, deswegen hatte ich die Musik ausgemacht, aber offenbar bin ich hier halt nicht so schnell durch. Was ich halt super schade finde, ist, dass halt es so super viel Stuff gibt, also an Stats auf Equipment, also auch super viele Schadensarten. Also es gibt halt, keine Ahnung, ja, 8 verschiedene Schadensarten oder so. Also Physical und Fire und Cold und Lightning und Poison und Blight und keine Ahnung, was noch alles. Und es ist aber halt relativ bums. Also es macht halt RPG-mäßig keinen Unterschied auf die Statuseffekte. Es zählt halt alles nur in den Flat Damage mit rein. Und also ob du dich auf irgendwas spezialisierst, ist halt so völlig egal. Also normalerweise würde man sich ja zum Beispiel bei Path of Exile jetzt dann rein auf Blitzschaden oder hauptsächlich auf Blitzschaden fokussieren und vielleicht einen weiteren noch, um halt was gegen resistente Gegner machen zu können. Und das ist hier halt im Moment gefühlt einfach völlig egal. Also es gibt halt super viele RPG-Ansätze, die hier aber völlig bums sind. Genauso wie zwischendurch schon angeschnitten diese ganze Spezialisierung. So, ob ich jetzt einen Bogen trage oder einen Zauberstab oder mit 2 Klauen angreife oder einem riesen Zweihandschwert, ist halt völlig egal. Es kommt halt einfach nur auf den Schadensoutput an. Und es ist halt spielerisch hat es halt einfach keine Relevanz. Also, weil man halt eh auch einfach genrebedingt, weil es halt ein Idle Game ist, einfach alle Monster facetankt. So, es ist halt so. Es sind so gute Ideen da drin, die aber einfach teilweise genrebedingt nicht funktionieren können. Und manche Sachen sind auch einfach nicht so 100% gut durchdacht. Oder vielleicht sind sie gut durchdacht und es wirkt auf mich im Moment nur so, als wären sie nicht gut durchdacht und sie sind aber schon mit Gründen genauso gemacht, weil es sonst einfach richtig mies unbalanced wäre oder so. Keine Ahnung. Mag sein. Also ich habe das Spiel jetzt nicht in sämtlicher Tiefe ergründet in der kurzen Zeit, muss man ja fairerweise sagen. Aber ja, die Sachen. Und es erschlägt einen am Anfang halt total. Also da irgendwie durchzukommen und alles zu verstehen, ist halt so. Es ist halt so ein bisschen wie Orb of Creation. Wer da an das Let's Play vielleicht reingeguckt hat, weiß, was ich meine. Bei Orb of Creation war das noch krasser. Also Orb of Creation hat mich krasser überfordert. Trotzdem hat es mir bei Orb of Creation mehr Spaß gemacht. Also bei Orb of Creation fand ich das voll okay, überfordert zu werden, weil ich halt die ganze Zeit das Gefühl hatte, oh, Progress, 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 es geht halt immer irgendwie weiter. Und hier werde ich halt total überfordert und trete dann stundenlang auf der Stelle. Und das halt so, ja, es macht natürlich auch den Unterschied, Orb of Creation ist halt kein Idle Game, sondern ein reines Incremental Game, was darauf angelegt ist, aktiv gespielt zu werden. Und das hier ist, und also halt Godspane Idle ist natürlich, wie der Name auch schon sagt, darauf angelegt, dass man sich halt auch mal einfach so 3-4 Stunden nicht drum kümmert. Aber es gibt mir zwischendurch auch einfach zu wenig zu tun, sagen wir es so. Also ich finde, so ein perfektes Idle Game kann halt einfach laufen gelassen werden, wenn man das möchte, sollte aber einem die Möglichkeit geben, aktiv was zu tun oder aktiv was tun zu können, womit man Fortschritt erzielt. Wenn man das denn halt möchte. Also wenn man sich aktiv davor setzen möchte, sollte man halt irgendwas machen können.
idealerweise. Sei es halt nur kleine Schritte. Und das kann ich hier teilweise einfach gar nicht. Das ist im späteren Spielverlauf voll okay. Also wenn ich hier erstmal 3 Wochen drin bin oder so, ist das voll okay, weil dann bin ich halt eh so weit hooked, dass ich damit klarkomme. Aber gerade am Anfang muss ein gutes Idle-Game, finde ich, mit optionalen Aktivitäten anfüttern. Sagen wir es so. Und das habe ich hier halt gar nicht. Also was an Aktivitäten drin ist, sind halt so erzwungene Aktivitäten, weil halt Quality-of-Life-Sachen wie Inventar sortieren einfach fehlen. Und das sind dann aber halt keine Aktivitäten, die einem hier irgendwie Fortschritt bringen, sondern das sind einfach Fleißaufgaben, die nerven und die gemacht werden müssen, weil das Inventar sonst vollläuft. Und vor allem, wir können ja spaßeshalber immer gerade den Loot-Filter ausmachen. Der Loot-Filter blendet übrigens auch nicht nur Sachen aus, sondern der trasht Sachen auch gleich, wenn sie droppen. Und dann gehen wir mal ein Stück zurück, wo wir halt eine höhere Drop-Chance haben. Und dann guckt mal, wie schnell das Inventar halt vollläuft. Also das ist halt so, droppt halt bei jedem Kill was. So, und euer Standardinventar hört hier, glaube ich, auf oder hier. Also ich habe halt schon irgendwie 13, 14 Slots dazu gekauft. Also ihr könnt euch hier eine Reihe wegdenken quasi. Das heißt, ihr killt am Anfang natürlich nicht ganz so schnell, aber man ist dann halt schon sehr regelmäßig dabei, einfach sich Items anzugucken. Ah, ist Müll, ah, ist Müll, ah, ist Müll. Und es halt einfach alles wegzuwerfen. Was man halt auch nicht einfach so kann, nur mit der Maus, sondern man muss dann auch noch eine Taste auf der Tastatur gedrückt halten, um Sachen halt wegzuwerfen. Und das ist halt so... es ist halt nervig. Also das meinte ich halt mit, es ist halt dann eher frustrierend als irgendwie belohnend und sinnvoll. Das ist halt einfach ungeil. Deswegen, also mal gucken, wie sich das, beziehungsweise das war auch mit der Grund, warum ich am Anfang halt, beziehungsweise nach so einem Tag ungefähr mir gedacht habe, so, oh, ich glaube, ich schmeiß das einfach weg. So, kein Bock mehr drauf. Aber mal gucken, wie es sich noch entwickelt. Ich glaube, jetzt reicht wirklich. Jetzt sind wir über die Zeit auch deutlich hinaus. Aber ja, ich habe vorerst alles zu diesem Spiel gesagt, was ich dazu sagen kann. Schaut es euch gerne selber an, wenn es euch grundlegend interessiert und euch nicht komplett abgeschreckt habt. Link ist in der Videobeschreibung, sowohl zu Steam als auch zu der Browser-Version. Und ansonsten vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zu irgendeinem nächsten Video. Macht's gut, haut rein und tschüss.